die Atmosphäre der Erde, aus dem Weltall betrachtet nur ein dünnes, blauschimmerndes Band. Schutzzone zwischen uns und der Weite des Universums. Astronauten erzählen immer wieder, wie sehr sie diese atemberaubende Schönheit berührt. Sie berichten aber auch, wie fragil und verletzlich die Erde im lebensfeindlichen Weltall wirkt. Wäre die Erde so groß wie ein Apfel, dann hätte die Atmosphäre etwa die Dicke seiner Schale. Ohne dieses zarte blaue Band wäre unser Planet zu kalt für höheres Leben. Wir hätten eisige Temperaturen von durchschnittlich minus 18 Grad Celsius. Tatsächlich ist die Erde viel wärmer. Die Atmosphäre der Erde wirkt ähnlich wie ein Treibhaus. Natürliche und auch menschgemachte Klimagase halten einen Teil der Sonnenenergie als Wärme zurück. Wir nennen diese Gase deshalb auch Treibhausgase. Kohlendioxid, CO2, ist eines der wichtigsten. Der natürliche CO2-Gehalt in der Atmosphäre schwankte seit der letzten Eiszeit nur wenig. 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte vollzogen sich in einem stabilen Klima. Niemals waren in dieser Zeit mehr als 300 CO2-Teilchen pro einer Million anderer Teilchen in der Atmosphäre vorhanden. In der Wissenschaft spricht man von ppm, Parts per Million. Wirklich niemals mehr als 300 ppm CO2? Niemals, bis der Mensch vor etwa 170 Jahren begann, in riesigem Umfang Kohle, Erdöl und Erdgas zu verbrennen. Bei der Verbrennung fossiler Rohstoffe entsteht Kohlendioxid, das vom Menschen freigesetzt wird. Ergebnis? Mit Beginn der Industrialisierung stieg der CO2-Gehalt in der Atmosphäre an. Er stieg in einem für die Erdgeschichte rasenden Tempo. Um 1850 lag die CO2-Konzentration noch bei 285 ppm, 1980 bei 340, im Jahr 2021 schon bei 419 ppm. Sie steigt weiter. Über die Hälfte dieser CO2-Emissionen stammt übrigens aus den letzten 40 Jahren. Mit dem vom Menschen verursachten Anstieg der Klimagase stieg auch die Temperatur auf der Erde. Wir heizen die Erde auf. Wir haben damit begonnen, die Schutzhülle unserer Erde so zu verändern, dass es das Leben, wie wir es kennen, bedroht. Und der Klimawandel könnte bereits sehr viel weiter vorangeschritten sein. Ozeane, Wälder, Moore, Böden, sie alle nehmen ungeheure Mengen an Wärme und Kohlendioxid auf. Sie helfen uns. Aber auch ihre Kapazitäten haben Grenzen. CO2, das Ozeane und Landökosysteme nicht aufnehmen können, dieses CO2 geht in die Atmosphäre. Ungefähr 45% unserer CO2-Emissionen gelangen in die Atmosphäre. Etwa 20-35% bleiben dort für viele tausend Jahre. Was aber bedeutet das langfristig? Ganz einfach. Solange wir Menschen CO2 im Überschuss produzieren, reichert sich das Treibhausgas weiter an. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt und steigt und steigt. Wenn wir Menschen aber immer weiter einen CO2-Überschuss produzieren, ist es wie bei einem Steinhaufen, auf den wir immer mehr Steine werfen. Selbst wenn wir den Überschuss reduzieren, wenn wir also kleinere Steine oder etwas langsamer werfen, der Haufen wird trotzdem größer. Er wird dann zwar langsamer wachsen, aber er wird weiter wachsen.
Solange aber immer mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, wird die Erde sich weiter aufheizen. Das ist im Kern ein einfacher physikalischer Zusammenhang. Und je höher die Temperatur steigt, desto drastischer die Folgen des Klimawandels. Wollen wir also eine Heißzeit vermeiden, müssen wir letztlich erreichen, dass sich keine weiteren klimawirksamen Gase in der Atmosphäre anreichern. In der Wissenschaft spricht man von einer Netto-Null-Emission. Auf der Weltklimakonferenz von Paris legte die Staatengemeinschaft im Jahr 2015 deshalb Temperaturgrenzen fest. Sie sollten möglichst nicht überschritten werden. Als Ziel nannte sie einen Wert von deutlich unter 2 Grad Celsius seit Beginn der Industrialisierung. Um die Konsequenzen des Klimawandels beherrschbar zu halten, ist deshalb oft auch von 1,5 Grad Celsius als angestrebtem Limit die Rede. Und wo stehen wir heute? Seit Beginn der Industrialisierung haben wir den Planeten bereits um rund 1,1 Grad Celsius aufgeheizt. Und wir wollen 1,5, zumindest aber 2 Grad Celsius nicht überschreiten. Bleibt ein Korridor von 0,4 bis 0,9 Grad Celsius, um die Pariser Beschlüsse einzuhalten. Mit Klimamodellen lässt sich berechnen, wie viel Kohlendioxid wir maximal noch ausstoßen dürfen, um unsere Klimaziele erreichen zu können. Wissenschaftlich spricht man vom verbleibenden CO2-Budget. In der Wissenschaftssprache Englisch Remaining Carbon Budget. Und wie viel Kohlendioxid dürfen wir künftig noch ausstoßen? Wie hoch ist das verbleibende globale CO2-Budget? Nach gegenwärtigem Stand wissenschaftlicher Berechnungen haben wir eine Zweidrittelchance, die vom Menschen verursachte Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wenn wir ab 2021 nur noch höchstens 400 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Bei 500 Gigatonnen sinkt die Wahrscheinlichkeit schon auf 50%. Anders gesagt, wenn wir noch mehr als 500 Gigatonnen CO2 ausstoßen, werden wir das 1,5-Grad-Ziel mit 50%iger Wahrscheinlichkeit verfehlen. So besagt es der aktuelle Weltklimabericht zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels, der im August 2021 veröffentlicht wurde. Das entsprechende verbleibende globale CO2-Budget, um unter 2 Grad Erderwärmung zu bleiben, 1150 Gigatonnen CO2 bei 66% Wahrscheinlichkeit, 1350 Gigatonnen CO2 bei 50% Wahrscheinlichkeit. Und wer ist mit wir gemeint? Wir, das ist nicht ein einzelner Mensch. Es ist auch nicht Deutschland oder Europa. Es ist das verbliebene CO2-Budget für die gesamte Weltgemeinschaft. Historisch gesehen waren es vor allem die Industrieländer, die bisher den größten Anteil des CO2-Budgets verbraucht haben. Außer dem CO2 gibt es übrigens noch andere Klimagase, die durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre gelangen. Zum Beispiel Methan. Je nachdem, ob auch ihre Konzentration in den kommenden Jahren sinkt oder steigt, kann sich unser verbleibendes CO2-Budget um bis zu 220 Gigatonnen vergrößern oder verringern. Vielleicht klingen 400, 500 oder gar 1150 Gigatonnen viel. Gemessen an unserem heutigen Handeln ist es aber sehr, sehr wenig. Derzeit setzen alle Menschen zusammen in einem einzigen Jahr rund 40 Gigatonnen Kohlendioxid frei. Rund 34 Gigatonnen durch Energieerzeugung mit fossilen Brennstoffen und Industrieproduktion, weitere 6 Gigatonnen durch klimaschädliche Landnutzung, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder durch das Abholzen von Wäldern. Aber wie viel sind 40 Gigatonnen CO2? 40 Gigatonnen, das ist eine 4 mit 10 Nullen, was nicht sehr anschaulich ist. Stellen wir die Frage also ein bisschen anders. Wie lang wäre ein Kohlezug, der 40 Gigatonnen CO2 entspricht? 40 Gigatonnen Kohlendioxid
Das entspricht einem Kohlezug, dessen Waggons rund 60 Mal um den Äquator reichen oder dreimal von der Erde bis zum Mond und zurück. Übertragen auf das Sinnbild vom Steinhaufen, das ist die gigantische Menge an Steinen, die wir Menschen Jahr für Jahr auf das Klimasystem der Erde werfen. Bleibt es bei dieser gigantischen Menge, dann werden wir selbst die 2-Grad-Grenze bis Mitte dieses Jahrhunderts vermutlich reißen. Ob die 1,5 Grad überhaupt noch realistisch sind, wird von manchen bereits bezweifelt. Dennoch, jedes Zehntel Grad zählt. Solange dieser Zug aber weiterfährt, selbst mit weniger Waggons, steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre weiter und mit ihm die Temperaturen. Derzeit liegen wir auf Kurs von mindestens 3 Grad plus bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und was genau heißt das jetzt? Ganz einfach. Wir müssen möglichst schnell eine Netto-Null-Emission von Kohlendioxid erreichen. Dabei haben wir bereits wertvolle Zeit verschenkt. Doch je länger wir warten, desto schwerer wird es. Diese stark vereinfachte Animation zeigt eindrücklich, warum es wichtig ist, jetzt unverzüglich zu handeln und die Aufgabe nicht noch weiter vor uns herzuschieben. Unsere Animation versucht nicht, alle Unsicherheiten abzubilden. Das ist auch nicht nötig, um den Zusammenhang zu verstehen. Nehmen wir einmal an, wir hätten für das 1,5-Grad-Ziel ab dem Jahr 2020 noch ein Budget von 500 Gigatonnen CO2 zur Verfügung. Die Weltgemeinschaft könnte also noch 500 Gigatonnen CO2 ausstoßen, bevor sie eine Netto-Null-Emission erreichen muss. Wie wäre die Situation 1990 gewesen? Als der Weltklimarat im Jahr 1990 seinen ersten Bericht vorlegte, lag der weltweite CO2-Ausstoß noch bei rund 28 Gigatonnen pro Jahr. Ein großer Teil unseres mittlerweile verbrauchten CO2-Budgets wäre noch vorhanden gewesen, in unserer vereinfachten Animation statt ungefähr 500 Gigatonnen noch eine Größenordnung von 1500 Gigatonnen. Hätte die Weltgemeinschaft, hätten vor allem die Industrieländer damals bereits konsequent gegengesteuert, wären wir heute viel weiter. Der Weg zu einer Netto-Null-Emission wäre leichter. Wir hätten sehr viel mehr Zeit gehabt. Tatsächlich hat sich der CO2-Ausstoß aber weiter vergrößert. Industrieländer haben nicht stark genug reduziert, Schwellenländer wie China und Indien sind nachgezogen. Wir haben in den 30 Jahren also eine große Menge des 1990 noch vorhandenen CO2-Budgets aufgebraucht. Die Konsequenz? Wir müssen unseren CO2-Ausstoß heute nur umso schneller und mit sehr viel mehr Aufwand reduzieren, um ein erträgliches Klima zu halten, um Netto Null zu erreichen. Denn wir starten von einem sehr viel höheren Niveau und haben sehr viel weniger Zeit, um gar kein überschüssiges CO2 mehr zu produzieren. Wir müssen also in sehr viel kürzerer Zeit sehr viel mehr verändern. Um im Bild zu bleiben, der Weg zu Netto Null ist nun sehr viel steiler geworden. Und je länger wir warten, je mehr CO2 wir noch drauflegen, desto steiler, damit schwerer und teurer wird's. Die schlechte Nachricht: Wenn wir als Weltgemeinschaft die Weichen falsch, gar nicht oder nur zögerlich in Richtung Netto-Null-Emissionen stellen, wird der Klimawandel immer katastrophalere Auswirkungen auf unser Leben haben. Und sie werden uns alle, vor allem aber unsere Kinder und nachfolgende Generationen betreffen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, eine, die uns motivieren sollte. Alle Hebel, die wir jetzt in Richtung Klimaschutz stellen, schnell, konsequent, klug und bestimmt, sie zahlen sich aus. Weil der Weg weniger steil wird als der, den wir gehen müssen, wenn wir weitere Jahre verschenken. In den 2020er Jahren können wir für unsere Zukunft im Klimawandel also noch sehr viel erreichen, wenn wir als Weltgemeinschaft jetzt die richtigen Weichen in Richtung Netto-Null-Emissionen stellen. Erinnern wir uns. Wenn wir nach oben in die Sterne schauen, wirkt der Himmel unendlich.
Wenn wir aber von den Sternen auf die Erde blicken, ist die Schutzhülle zwischen uns und der Weite des Universums nur ein dünnes, blau schimmerndes Band. Eine intakte Atmosphäre macht die Erde für uns Menschen und das Leben, wie wir es kennen, erst bewohnbar. Und unter allen Sternen bleibt die Erde unser Ort.